fuhren wir unter dem Bridge durch und sind jetzt unterwegs nach D13. Das Geräusch, das man ab und zu hört, ist das Aufsetzen von die Räder in die Kotflügel, weil wahrscheinlich das Auto zu tief eingestellt ist oder die Federrate nicht hart genug ist. Das war T13, jetzt gehen wir in das Hudsonbach-Geschlängel. Hier ist die Anfahrt zu einer sehr schnellen Kurve, die man normalerweise mit 140, 145 nehmen kann. Und dann gehen wir in eine Serie der langsameren Kurven. Es zeigt sich sehr schnell, dass die Bremse nicht wirklich gut zu dosieren war. Bremskraft war ausreichend, aber die Dosierung war nicht optimal. Und das führte hier und da, dass ich etwas zu spät war mit Bremsen und dann halbwegs zur Kurve erst die richtige Geschwindigkeit erreicht hatte. Jetzt fahren wir über die Quedelbecher Höhe, fahren wir zu auf Flugplatz. Das ist eine der Stellen, wo man wirklich wissen kann, ob das Auto stimmt oder nicht stimmt, denn hier kommt man mit ungefähr 220 hoch und muss dann warten, bis man gelandet ist, bremsen bis 175 und dann die beide Kurve in eine Bewegung nehmen. Hier gehen wir auf Schwedenkreuz zu, eine der schnellsten Stellen auch auf der Nordschleife. Schwedenkreuz erreicht man so mit 240 und da muss man runter bis ungefähr 170, 180. Und das ist nicht immer leicht. Hier gehen wir auf das Geschlängel zu, das zur Fuchsröhre führt. Dies ist auch eine schnelle Stelle. Normalerweise müsste Fuchsröhre so um die 230, 235 erreicht werden und genommen werden. Man hört, dass das Auto auch hier tief liegt. Und dann gehen wir hierzu auf Adenauer Forst, eine der langsameren Kurven. Und dann beschleunigen wir wieder voll raus bis zu Metzgersfeld. Hier wird man sehen, dass ich die Ideallinie verpasse, auch wegen der Bremse, der etwas später zugreift, als ich erwartet hätte. Da verliert man Zeit, das ist klar. Und die ideale Linie auf Nordschleife ist unheimlich wichtig, um schnell zu sein. Hier ist der Miss-Hit-Miss-Kurve, sehr schöne Kurve. Wierscheid, auch der langsamste Kurve der Strecke. Und hier geht es runter, Vollbeschleunigung auf Breitscheid. Breitscheid ist auch eine Herausforderung, um da wirklich die Geschwindigkeit zu behalten. Hier etwas zu schnell aufs Gas und dann geht er hinter Seite etwas seinen eigenen Weg Leben leiten. Hier fahren wir Lauda-Kurve und dann direkt auf Bergwerk zu. Ab Bergwerk braucht man alle Leistung, denn hier geht Kesselchen 9% Steigung ungefähr im Mittelwert. Am Ende der Kesselchen erreicht man so mit diesem Auto ungefähr 215 km in die Stunde. Dies ist auch eine schwere Erprobung für den Motor, denn hier geht ziemlich lange Vollgas in höhere Drehzahl. Und dann muss man runterbremsen hier für Angstkurve. Eine Kurve, die normalerweise so ungefähr mit 170, 175 nehmen
Abgang. Ich glaube nicht, dass hier mehr als 160 drin waren. Und dann fahren wir zu. Auch hier wieder eine Bremsfehler. Und dann geht hier los auf Karussell. Karussell ist mit diesem Fahrgestell jetzt sehr langsam gefahren, 50 km in die Stunde ungefähr, wegen das Aufsetzen. Und dann geht das wieder weiter zum Wippermann. Erst Rohr 8, auch eine sehr schöne Kurve. Hier kommt dann eine von wenigen Stellen, wo man wirklich die Kürz mitnehmen kann. Habe ich hier nicht gemacht, aber sollte man eigentlich machen. Und hier fährt man dann auf Brünnchen zu, ein bekannter Platz, wo viele Zuschauer immer stehen. Die Wetterbedingungen waren heute bei diesem Tag optimal. Ungefähr 16 Grad, sonnig, wenig Wind, Eiskurve immer schön zu nehmen. Und hier fährt man dann zu auf Pflanzgarten 1, eine Senke, wo man ja auch den Bremspunkt sehr gut nehmen muss. Und hier geht es zu auf Pflanzgarten 2, schwierige Stelle, weil das Auto man wenig abhebt, wenn man lenken muss. Und hier fahren wir dann das Geschlängel zu. Auch hier habe ich den Bremspunkt verfehlt und bin zu früh in der Kurve. Hier der kleine Karussell. Dann gehen wir zu auf der langen Rechtskurve, der zur Döttinger Höhe führt. Döttinger Höhe, da erreicht man mit diesem Auto jetzt so ungefähr Geschwindigkeiten von 240. Die Zeit, die wir jetzt gemessen haben, stimmt ungefähr überein mit einer Runde, die vom Sportauto mit einem Lotus Exige gefahren worden ist in 2008.